Hallo zusammen. Hallo Swisscom. Hallo Swisscom. Wir würden gerne herausfinden, wie die Digitalisierung den Profisport verändert. Habt ihr kurz Zeit? Ja, wir wollten eigentlich gerade zu Mittag essen, aber in kurzer Zeit haben wir... Ah, lockere Einstiegsfrage. Marco, was ist eigentlich dein Lieblingskäse? Puh, kommt mir eigentlich nicht so drauf an, aber wenn es einer aus der Region, so ein Nidwaldner Bergkäse, das wäre super. Gute Wahl. Was ist schwerer? 1 Kilo Käse oder der Skianzug von Lillehammer 1994? Ja, ich habe im 1994 noch keinen Skianzug angehabt, aber ich gehe schwer davon aus, 1 Kilogramm Käse. Das ist richtig. Der Käseanzug ist wahrscheinlich leichter wegen der Löcher. Thomas, wie hat sich in den letzten Jahren die Technologie im Trainingsalltag am stärksten verändert? Ja, die Gadgets werden gerne kleiner, sie werden einfacher zu bedienen, so tut man sie mehr und mehr integrieren. Aber man hat schnelleres Feedback, man hat schnellere Resultate oder Auswertungen gerade zur Hand. Und eben, so wird es mehr und mehr integriert, ohne irgendeinen grossen Aufwand. So gut! Welchen Stellenwert haben Videoanalysen für dich? Ja, einen sehr grossen Stellenwert. Gerade jetzt zum Beispiel in der Abfahrt für mich als junger Athlet kann ich jetzt zum Beispiel von einem Beat Voigt seine Linie ganz genau studieren, möglichst viel probieren, kopieren und von so profitiere ich sehr fest davon. Mega spannend! Thomas, wie funktioniert das genau und was sind die Möglichkeiten in Zukunft? Ja, das ist eigentlich relativ einfach, aber da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, werde ich das sicher durch Simbo gerne erklären. Siehst du jetzt? Der Thomas hat versprochen, dass du das erklärst. Cool! Können wir da heute den ganzen Tag mit mir mit? Dann könnt ihr mir Fragen stellen. Yes! Erste Frage. Was sind denn die spannenden Innovationen? Also wir arbeiten heute mit A-Sport. Das ist so ein Videoanalysesystem. Videoanalyse? Klingt kompliziert. Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch so gedacht, was kommt auf mich zu? Wie kompliziert ist das? Aber ich habe gemerkt, es ist extrem einfach. Und darum ist es genial. Was ist denn so genial an A-Sport? Also ich bin auch jetzt auf der Piste hell begeistert. Es braucht nicht viel Zeit, um es aufzustellen. Und wie hilft es dir denn im Training? Wichtig ist für mich, dass ich mit den Athleten sofort nach dem Lauf das Video analysieren kann. Wir haben Bereiche auf der Strecke, die ich nicht von unten rauf sehe. Das sehe ich im Livestream. Das ist natürlich ein riesen Mehrwert. Hölle cool! Was genau bringt der Livestream? Ja, das Coole ist, dass ich im System auch die Möglichkeit habe, während der Fahrt gewisse Passagen zu taggen. Das heisst, ich kann schon technische Fehler markieren, da mehr knicken. Und das heisst nachher, wenn ich mit dem Athlet das Video anschaue, dann habe ich schon klare Rückmeldung, wo der Fehler ist. Mega cool. Voll effizient. Und was braucht es denn sonst noch, dass alles funktioniert? Ja, es ist klar. Damit wir die Daten von der Videokamera aufs Tablet übermitteln können, braucht es das beste Netz. Und das haben wir bei Swisscom. Ich liebe unerwartete Komplimente. Romina, wie ist es für dich, mit A-Sport zu trainieren? Ja, das finde ich super. Ich kann gerade nach dem Lauf. Der Trainer kann jetzt von Sachen sagen zum Video. Und ich kann mir auch in der Uni gehen und im nächsten Lauf probieren zu verbessern. Und es ist natürlich auch cool, wenn man die Bilder und Videos gerade bekommt, dass man es gerade posten kann. Top Content. Urs, letzte Frage. Was ist eigentlich dein Lieblingskäse? Hauptsächlich milde. Warum fragst du mich jetzt das? Ja, weil ich einfach ein grosser Käsemaldi bin. Also, wir müssen los. Okay. Ciao, Swisscom. Tschüss.